Ja, Andi hat schon gesagt, mehrmals, ihr habt es auch schon gesehen, über was wir sprechen, die DNA. Manche wurden ja an ihren Biologieunterricht schon erinnert während dem Lobpreis, als ihr das gesehen habt. Und das Spannende ist ja, dass jeder von uns, der hier sitzt, hat eine einzigartige DNA. Jeder Organismus hat eine DNA, die ihm bei der Geburt oder bei der Entstehung von unserem Schöpfer hineingelegt worden ist. Und das Interessante ist ja bei einer DNA, was sie macht. Ja, sie bestimmt nämlich, wie wir aussehen, wenn wir an unsere DNA denken, wie wir uns entwickeln, wie wir funktionieren. So ist es bei uns. Wenn wir eine Familie, oder vielleicht kennst du das bei deinem Arbeitsplatz, in dem Unternehmen, wo du bist, oder auch eine Gemeinde anschauen, dann ist eine Gemeinde auch eine Art von Organismus. Und wenn wir jetzt dieses Bild übertragen, dann können wir sagen, es gibt auch eine DNA, einen Kern, eine Identität oder vielleicht auch eine Kultur, die eine Familie, die ein Unternehmen und auch die eine Gemeinde ausmachen und bestimmt. Das machen wir als Hagenlochers so. Und andere Familien, die machen das anders. Anders, wie sie Geburtstag feiern, wie sie Entscheidungen treffen, wie sie miteinander umgehen. Sie machen das anders. Warum? Weil jede Familie eine eigene DNA hat und Familien sich unterscheiden und so unterscheiden sich auch Gemeinden voneinander. Und es gab mal einen spannenden Prozess 2008, hat die Leiterschaft von Doxadeo Global, die haben ein Buch gelesen 2008 und da ging es in dem Buch auch über den Code und die DNA oder diesen Kern als Gemeinde. Und in dem Buch hat der Autor dann vorgeschlagen, um das herauszufinden, fragt man am besten alle, die zur Gemeinde dazugehören und stellt ihnen zwei Fragen. Und die erste Frage war, warum bist du Teil von dieser Gemeinde geworden? Was hat dich angezogen? Das war so die erste Frage. Und die zweite Frage, was war die wichtigste Erfahrung, die du seither bei Doxadeo gemacht hast, die dein Leben beeinflusst hat? So alle Antworten zusammengefasst und dann haben wir die sortiert oder die damals und dann haben wir drei große Begriffe, ich kürze den Prozess jetzt ab, drei große Begriffe haben wir unsere DNA zusammengefasst und ihr seht die hier vorne schon, das ist Gnade, Vertrauen und Glaube. Gnade, Vertrauen und Glaube. Und das Wichtige ist, dass die nicht durch Überlegungen entstanden sind und wir gedacht haben, wie wollen wir denn sein? Es war andersrum. Wir haben gefragt, was nehmt ihr wahr an Realität unter uns? Und so sind wir drauf gekommen. Und wir sind davon überzeugt, dass Gott uns bei der Geburt von uns als Gemeinde uns diese DNA mitgegeben hat. Und das ist auch interessant, wenn ihr fragt mal, was hält eigentlich diese Doxadeo Family da über so viele Städte weltweit zusammen? Das ist unsere DNA und unser gemeinsamer Auftrag. Nichts anderes. Als Doxadeo entstand, da hat Gott durch ein paar wenige Bibelstellen zu uns gesprochen. Und diese Bibelstellen, die haben einfach uns Richtung gegeben, bestimmt und geformt. Und eine davon, ihr wisst es, ist die Speisung der 5000. Das ist eine super Geschichte. Das ist übrigens die einzige Geschichte, die in allen vier Evangelien erwähnt wird. Und normalerweise springen wir jetzt in den Markus, ins Markus-Evangelium. Und ich möchte heute mit der Brille von der DNA mal mit euch hin ganz kurz ins Johannes-Evangelium Kapitel 6 gehen. Und nehmt mal die Brille jetzt, die Brille hier,
Und lasst uns mal ganz kurz die Speisung der 5000 aus dieser Brille betrachten. Jesus fuhr mit dem Boot an die Ostseite vom See Genezareth und merkte, dass eine riesige Menschenmenge ihm nachfolgte, weil sie so fasziniert waren von all den Wundern, die er getan hat. Und als er die große Menschenmenge gesehen hat, dann nahm er den Philippus zur Seite und hat dem Philippus eine Frage gestellt und hat gesagt: Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute, 5000 Männer und Frauen und Kinder, dass die alle zu essen haben? Und dann ist so ein super Vers in der Bibel. Ich hoffe, ihr habt ihn noch nicht überlesen. Da heißt es, der ist wirklich mega: Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er wollte mal gucken, was drinsteckt im Philippus. Und dann heißt es, und Jesus wusste genau, was er tun wollte. Ich finde es so herrlich, diesen kleinen Vers. Und der arme Philippus, ich will ihn jetzt nicht näher charakterisieren, diesen Spezialjünger, aber der fängt an zu rechnen. Und dann sagt er, selbst 200 Denare, also ein Denar ist so ein Tageslohn von so einem Arbeiter im Weinberg, also 200 Tageslöhne, würde mit dieser Menge würde man nicht genug Brot kaufen können, damit auch jeder nur ein kleines Stück bekommt. Und während sie so reden, kommt der Jünger Andreas, unterbricht die und sagt: Jesus, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon, sagt er, was ist das schon, wenn wir diese Menge angucken? Ich weiß nicht, was du da entdeckst, aber ich finde, da geht es einfach nur um Glaube. Um wie viel Glaube steckt in diesen Jüngern drin? Und Jesus wollte da was offenbaren. Wie ging Jesus mit dieser Situation um? Große Menge, 5 Brote, 2 Fische. Er gab eine Anweisung. Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen. Und das haben die tatsächlich gemacht. 5000 Männer, Frauen, Kinder, die haben sich alle hingesetzt. Und ich finde es so interessant, dass Jesus seinen 12 Jungs zutraut, dieses Projekt jetzt durchzuführen. Ich meine, das waren viele. Und ich kann mir schon vorstellen, wie das abgelaufen ist. Und noch erstaunlicher finde ich, dass die Menschen sich darauf eingelassen haben. Hey, wie hinsetzen Gruppen 50 und 100, was soll denn das jetzt? Aber die hatten irgendwie Vertrauen. Als alle sich gesetzt haben, nahm Jesus das Brot, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen macht er es genauso. Und dann heißt es da, und jeder aß so viel er wollte. Und wir wissen in den anderen Evangelien, wie das sich multipliziert in den Händen der Jünger. Aber kannst du dir das vorstellen? Jeder aß so viel er wollte. Alle waren satt. Alle waren satt. Was für ein wunderbares Geschenk haben die erlebt, ohne dass sie irgendwas dafür tun mussten. Sie wurden einfach beschenkt, diese Menge. Doch nicht nur das. Die haben nicht nur einfach gegessen. Weiter heißt es, die Jünger sammelten die Reste auf, die von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren. Kleiner Hinweis, nachdem alle gegessen hatten. Und es waren 12 Körbe übrig. Ich weiß nicht, wie dein Mathematik funktioniert, gell? Aber 5 Brote, wie auch immer. Wir essen alle, ganz viele, und dann bleiben 12 Körbe übrig. Das ist ein Wunder, oder? Das ist ein Wunder. Und interessant ist, wenn der Johannes weiterliest, dann erklärt Jesus der Menge, dass es mehr war als ein einmaliges Wunder. Jesus sagt, es war ein prophetisches Zeichen. Und er sagt zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Gesandt vom Vater, wie damals das Manna in der Wüste so vom Himmel runterkam.
um jetzt jedem Menschen das ewige Leben zu geben. Und für alle Experten unter euch, die 12 Körbe sollen natürlich die 12 Stämme Israels symbolisieren. Und an einer anderen Stelle wiederholt ja Jesus das Wunder, dann sind es die 7 Körbe für die 7 Nationen. Und was Jesus eigentlich sagen will, ich habe genug für alle, ich bin für alle Menschen da. Das Brot des Lebens für jeden. Und ich finde es so der Hammer, was für eine Gnade. Und das ist ja unser Thema heute, was für eine Gnade durch die Speisung der 5000 auch sichtbar wird. Genau, unsere DNA finden wir schon am Anfang in dieser Geschichte und wir wurden ja heute schon vom Simon hammermäßig jetzt in dieses Thema reingenommen, gell? So viel muss ich ja gar nicht mehr sagen. Aber es ist einfach grandios und es macht so eine Sehnsucht auch in mir. Oh, ich möchte auch noch mehr Gnade erleben. Ich will auch erleben, wie sie in meinem Leben wirksam wird, wie sie Einfluss hat auf mein Denken und mein Handeln, mein ganzes Wesen. Und Gnade, das ist ja so ein super christliches Wort, gell? Das gibt's ja sonst eigentlich nicht. Wir haben was erfunden. Ist das nicht cool? Gott hat was erfunden. Und dieses Wort, das hat ja ganz viele Bedeutungen, die da zusammenkommen. Ich habe euch da mal eine Folie mitgebracht, hier mit dem griechischen Wort Charis, 156 Mal kommt es vor. Nimm dir mal die Zeit und lese alles durch, das ist richtig faszinierend, wo das überall vorkommt. Wir finden das ganz oft in den Briefen, in den unterschiedlichen Briefen. Und ich finde auch interessant, also einmal, dass es übersetzt werden kann mit Gnade, unverdiente Gunst, haben wir gerade schon auch vom Simon gehört, Wohlgefallen, was wir auch gesungen haben, vorher in den Liedern. Dank könnte es auch heißen. Und interessant finde ich, dass es aus dem Wort von sich freuen oder Freude gebildet wird. Ist ja auch die Frage, über was freust du dich denn am meisten? Wann ist am meisten Freude in deinem Leben? Und ich weiß nicht, ob es dir so geht wie mir, aber wenn mir irgendetwas Gutes widerfährt, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe und etwas, was ich mir selber nicht möglich machen kann. Wow! Und dann bin ich plötzlich, wow, mit Freude überschüttet. Oder wenn ich Wohlwollen und Gunst erlebe, und es mich förmlich aus den Socken haut plötzlich. Was passiert hier? Was darf ich hier erleben? In der Bibel, da finden wir zahlreiche Menschen, denen Gott Wohlwollen, Gnade und Gunst schenkte und die dadurch ein anderes Leben führten. Und wir können die ganze Bibel durchgehen, angefangen. Der erste war ja der Noah, der da die Gunst gefunden hat. Und dann natürlich Abraham und Josef und Mose ist natürlich auch so ein Gunstfinder. Bei Gott Ruth, wir hatten jetzt hier Leitertraining, haben uns mit der Esther beschäftigt, die Gunst empfangen hat, David, Daniel und ja bis hin Maria. Gunst empfangen von Gott und bei den Menschen. Und sie alle hatten, so wie das auch wir vom Simon gehört haben, so einen Moment der Gnade, die plötzlich unser Leben verändert. Ein Moment der Gnade, die unser Leben verändert. Und ich finde es so spannend, wenn wir durchgucken, durch diese ganzen biblischen Personen, niemand musste irgendetwas tun. Gnade hat sie gefunden. Gnade hat sie gefunden. Und so hat sich eines Tages Gott aufgemacht, um uns alle mit seiner Gnade zu finden. Und wir wissen das, wenn wir in den Johannes-Evangelium im Prolog da ganz am Anfang reinhören. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut und er wohnte unter uns. Und da wird so Jesus beschrieben als jemand voller Gnade und Wahrheit. Und dann gehen wir weiter in Vers. Da heißt es, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Das ist nicht nur einmal und bumm, Haken dran, erlebt, fertig.
Nee, wir dürfen immer wieder neu Gnade und Gnade empfangen. Und dann heißt es, durch Mose wurde das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen oder Elberfelder geworden sogar. Also ganz spannend. Und es gibt so viele wunderbare Geschichten, auch in der Bibel, wo die Gnade Gottes Menschen gefunden hat. Und meine Lieblingsgeschichte, mit meiner Lieblingsgeschichte ist einfach von diesem Zolleinnehmer Zachäus, der entweder von der Ablehnung von Menschen oder einfach, weil er so Lust hatte auf dieses Geld. Das brachte ihn dazu, sein eigenes Volk zu hintergehen, und er unterstützte dann die Römer beim Steuereinnehmen und wirklich hat seine Leute beschissen und ausgenommen und sich an ihnen bereichert. Und dann kam Jesus in diese Stadt. Und Zachäus dachte, den will ich unbedingt sehen. Und er macht sich auf. Problem war, er war klein. Und es war die Möglichkeit für alle anderen, ihm das heimzuzahlen. Die haben den nicht vorgelassen. Er hatte keine Chance, ihn zu sehen. Er wurde immer nach hinten gedrängt. Das einzigste Möglichkeit für ihn war, auf diesen Baum zu gehen. Und dann ist er auf diesen Baum gegangen und Jesus ist durch die Stadt gegangen, aus der Stadt raus, und dann war dieser Baum da und Jesus schaut hoch, sieht Zachäus, und dann sagt er, Zachäus, komm runter von diesem Baum. Schnell, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Und so schnell wie es nur ging, stieg Zachäus von diesem Baum, und dann heißt es, und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Und es war so dieser Gnadenmoment in dem Leben von Zachäus, wo sich sein Leben 180 Grad verändert hat. Es ist was Gigantisches in seinem Leben passiert, was ihn für immer verändert hat. Und sofort entschloss er sich, das war ja beim Essen, Jesus, und weißt du, was ich jetzt mache? Alle, die ich beschissen habe, ich bringe das in Ordnung, aber nicht nur in Ordnung, ich überschütte sie mit der Gunst, die ich erlebt habe, mit der Gnade, die ich erlebt habe, und ich helfe jetzt damit, den Armen, die Armen zu unterstützen. Und dann sagt Jesus, an dem heutigen Tag hat dieses Haus, oder der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Gottes Gnade hat ihn gefunden, ist eingebrochen in sein Leben und nichts blieb mehr, wie es war. Paulus, der fasst mal das zusammen, theologisch, was Zachäus, was so vielen von uns, so vielen anderen Menschen und mir auch passiert ist, als uns Gottes Gnade gefunden hat, schreibt Paulus hier in Titus 2, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Und was macht die Gnade? Sie bringt allen Menschen Rettung. Am Kreuz hat Jesus uns Rettung gebracht, als er gerufen hat, es ist vollbracht. Und dann ist was Wunderbares passiert. Das Kreuz hat nämlich nicht nur etwas für uns gemacht. Gott sei Dank mussten wir nicht da hängen und das tragen, die Strafe, die eigentlich für uns vorgesehen war, sondern das Kreuz hat auch etwas mit uns gemacht. Es ist wichtig, dass wir das entdecken. Es hat auch etwas mit uns gemacht. Etwas, was wir nicht aus uns selber heraus hätten tun können. Wir wurden nämlich mit einem neuen Leben beschenkt. Und das ist Gnade. Wisst ihr, Barmherzigkeit ist, wenn man nicht bekommt, was man verdient hat. Aber Gnade ist, was man wenn man bekommt, was man sich nicht verdienen kann. Das ist Gnade. Und das haben wir am Kreuz erlebt, als unser alter Mensch gestorben ist. Und wir neuen Menschen können wir doch nicht machen. Können uns doch nicht zu einem neuen Menschen machen. Aber Gott hat dieses Wunder in unserem Leben getan. Und dann finde ich so spannend, dass der Vers noch weitergeht. Hat er nicht aufgehört. Da heißt es jetzt weiter, sieh die Gnade, erzieht uns, unterweist uns, bringt uns zur Reife. Für was oder um was zu tun? Um uns von aller Gottlosigkeit und von Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln.
uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Ist es nicht, was Gnade, ist es nicht gigantisch, was Gnade tut in unserem Leben? Gnade ist kein Freifahrschein. Jetzt tue ich mal, was ich will. Ich weiß nicht, warum Leute manchmal auf die Idee kommen. Ha, nicht zu viel Gnade, nachher machen noch Leute, was sie wollen. Aber dann hast du Gnade nicht verstanden. Gnade befähigt dich zu einem wunderbaren Leben. Und ist nicht nur bei einem Moment von unserer Rettung. Im Psalm heißt es mal so wunderbar, dass seine Gnade uns umgibt wie so ein riesiger Schild. Finde ich so ein wunderbares Bild, wie wir umhüllt sind von Gnade. Und wir dürfen einfach erleben, immer mehr von dieser Gnade erleben. Ich hatte auch mal so einen Moment, wie der Simon das beschrieben hat. Das war vor über 20 Jahren, es war so eine meiner ersten Doxadeo-Predigten, die ich gehört habe. Und das war so ein Moment, wo Jesus mir Gnade offenbart hat. Ganz simpel, habe jetzt keine Zeit, das auszuführen. Gleichnis des verlorenen Sohnes. Und plötzlich, kennt ihr es, plötzlich macht es Klick. Dann siehst du die Reaktion des Vaters auf seinen Sohn, der herkommt mit seinem irgendwie Entschuldigungssprüchle. Und der Vater sieht ihn schon von Weitem, er läuft ihm entgegen, er umarmt diesen Dreckspatz. Man, wisst ihr, wie der gestunken hat? Er umarmt ihn, er küsst ihn und dann kommt das Sprüchle und dann sagt der Vater nur, Diener, kommt schnell, Gewand her, Ring an seinen Finger, Schuhe. Mein Sohn hat vergessen, wer er ist. Mein Sohn hat vergessen, dass all meine Gunst, mein Wohlwollen, meine Gnade immer noch mit ihm ist, weil es ganz egal ist, was er getan hat. Meine Vaterliebe hört nie auf. Lass uns ein Fest feiern. Und das war so ein Moment, wenn du mich jetzt gefragt hast, was war so ein Moment in deiner Geschichte mit Doxadeo, der irgendwie dich geprägt hat? Ich saß in dieser Predigt und dachte, wow, jetzt redet Gott zu mir über Gnade. Und das hat mein Leben geformt und mich verändert. Und ich will euch kurz noch mit hineinnehmen in ein paar Sachen, wo ich merke, Simon hat ja schon viel gesagt, wie sein Leben verändert wurde, ein paar Sachen, wie mein Leben verändert wurde und immer ja noch wird. Ich habe da einfach mal ein paar Punkte, bumm, kannst du gern mal machen, die 60 Sachen sind mir eingefallen. Ich weiß, was Gott über mich denkt. Und das zu entdecken, was Gott über mich denkt, ich kann euch sagen, das ist transformierend, geliebt, angenommen, gerecht gemacht, gesegnet mit allen himmlischen Segnungen. Es ist so gigantisch, dass er über mich jauchzt und jubelt. Wisst ihr, dass es Gott tut gerade im Himmel? Der jubelt über dich. Und dann merke ich, wie das zum Zweiten führt. Ich lebe aus der Gnade und nicht mehr für die Gnade. Ja, ich muss nicht mehr nichts verdienen, so wie der Simon das auch gesagt hat. Ich bin auch Gott nichts mehr schuldig. Oh, Gott hat so viel für mich gemacht, am besten muss ich ihm jetzt mein ganzes Leben geben. Musst du gar nicht. Wir wollen das, weil wir ihn lieben. Aber nicht, weil wir irgendwas noch schuldig sind bei ihm. Überhaupt nicht. Sicherheit und Freiheit. Keine Angst mehr, wenn ich etwas falsch mache. Ja, machen wir irgendwas falsch. Oh, und was macht dann Gott? Leute, der ist entspannt, kann ich euch sagen. Und ich merke, wie das auch mein Gottesbild prägt. Wenn wir beim Römer 8 waren, Römer 8, 31 zusammengefasst, hey, Gott ist für uns. Gott ist für dich. Wer kann gegen dich sein? Und wenn du das weißt, führt er zum nächsten Punkt. Ich erwarte Gunst. Das habe ich gelernt, wenn ich Dinge tue. Ich erwarte, dass seine Gnade in mir wirkt, in meiner Schwachheit. Und die Nacht war heute kurz. Aber wenn ich hierher komme, dann rechne ich. Herr, tu was in mir. Ich kann es ja selber nicht. Aber wirk in mir, in meiner Schwachheit. Ich rechne einfach mit seiner Gunst. Und Gnade schenkt Freude und Gelassenheit und so weiter. Aber ich merke auch, so wie der Simon das schon gesagt hat, auch wie Gnade und diese Veränderung in mir auch plötzlich eine Veränderung schafft im Umgang mit anderen Menschen. Kommt hier ein paar Punkte.
Und das ist jetzt, meine Eigenwahrnehmung, okay? Ich hoffe, das geht mit der Fremdwahrnehmung übereinander. Ist ja manchmal das Problem. Aber ich hoffe, Eigen- und Fremdwahrnehmung stimmt jetzt, gell? Aber ich erlebe, dass ich Menschen immer mehr sehe, wie Gott sie sieht. Und dass ich ihnen dadurch Gunst und Wohlwollen entgegenbringen kann. Ich erlebe, dass der Wert der Menschen, dass der Wert, den Menschen für mich haben, nicht von ihrem Beitrag abhängt. Ist ganz gut, gell? Ich erlebe, dass wir uns kein perfektes Leben vorspielen brauchen. Haben wir ja nicht, oder? Nicht mal der Pastor und seine Familie. Kommt mal zu uns nach Hause. manchmal freue ich mich sogar über Fehler, die passieren. Sie sind erlaubt. Manchmal sogar hilfreich. Wisst ihr was? Weil wir dann im Umgang miteinander plötzlich Gnade erleben dürfen. Und das finde ich einfach auch so spannend. Ich erlebe, dass ich ein weicheres und gnädigeres Herz bekomme. Auch wenn Menschen scheitern. Und dass ich ein weiches, gnädiges Herz habe, um auch mit ihnen in einen Wiederherstellungsprozess zu gehen. Und ich freue mich, und das sage ich jetzt auch mit diesem Vers, den ich gerade habe anklingen lassen, seine Kraft in meiner Schwachheit. Ich freue mich, wenn ich auch in diesen Situationen, in dem Umgang, wenn ich da Jesus durchblitzen sehe. Wenn ich Jesus durchblitzen sehe, denn seine Gnade, die schafft einen Raum, die Jesus offenbart. Und das hoffe ich, dass in unserem Miteinander, in dem, wie wir auch umgehen miteinander, dass Jesus, auch in dieser Gnade, dass Jesus offenbart wird und dass so ein Miteinander von Annahme und Freiheit herrscht. Und ist das nicht eine wunderbare Kultur, die wir haben? Und ich wünsche mir das für uns, dass Gnade auch unser Miteinander bestimmt. Und dass das auch weiter zunehmen darf, hier in unserem Miteinander. Es ist tatsächlich möglich, in der Gnade zu wachsen. Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil Jesus es auch getan hat. Jesus musste auch in der Gnade oder durfte in dieser Gnade wachsen. Dann heißt es mal ganz am Anfang im Lukas, Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie du Gnade aktivieren kannst? Wie sie dich findet? Sie sucht ja überall. Wie sie dich findet und sagt, hier ist der Landeplatz der Gnade. Es gibt so einen wunderbaren Vers, da heißt es mal, dem Demütigen schenkt er Gnade. Ich weiß nicht, was passiert wäre, als Jesus da hochgeguckt hat zu Zachäus und er gesagt hat, Zachäus, komm runter. Ich will bei dir zu Gast sein. Nee. Will ich nicht. Brauche ich nicht. Aber Gnade, Demut aktiviert Gnade. Und machen wir uns davon abhängig, von seiner Gnade. Wisst ihr, das Coole ist, dass uns Jesus mit all seiner Gnade überschütten möchte. Dass wir alles haben, was wir zum Leben brauchen. Und sogar noch mehr, dass wir es weitergeben können. So heißt es mal im Korinther. Und es ist eine Einladung. Eine Einladung heute Morgen an dich und an mich, immer wieder an den Punkt zu kommen und zu sagen, Jesus, überschütte uns mit deiner Gnade. Das ist, was ich brauche. Und das ist meine Herausforderung für dich diese Woche. Dir Zeit zu nehmen, über Gnade nachzudenken und mit Jesus ins Gespräch zu kommen über das, wie viel brauchst du? Wie viel Gnade brauchst du? Es gibt nicht zu viel Gnade, Leute. Es gibt nur zu wenig. Also lass dich überschütten.
Wir wollen noch das Abendmahl miteinander feiern. Und es ist dieser wunderbare Moment, an dem wir uns erinnern, dass sich Gott aufgemacht hat in Jesus, damit seine Gnade uns finden kann. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich möchte euch meine Gnade schenken. Und das ist, was wir jetzt erleben dürfen. Das prophetische Zeichen von damals bei der Speisung hat sich in Jesus erfüllt am Kreuz. Und jetzt dürfen wir uns erinnern. Wir dürfen dieses einmalige, gigantische Erlebnis feiern, wo Gott uns neu gemacht hat. Und in diese Gnade hineintreten, da auch Gnade finden an diesem Tisch des Herrn. Und Jesus, wenn wir jetzt dieses Abendmahl einnehmen, dann denken wir an dich. Und wir denken an das alles, was du uns geschenkt hast. Du bist ein wunderbarer Erlöser und Retter. Und wir lieben dich. Und wir feiern dich. Und wir denken gern an dich, wenn wir das feiern. Danke für dein Blut, das du vergossen hast, für den neuen Bund, in dem wir leben, unter dieser Gnade und dieser Wahrheit. Und danke, dass wir in Freiheit und Annahme jetzt das Abendmahl einnehmen dürfen. Amen.